Jeder hat schon mal den Namen Magellan gehört. Doch von seinen Heldentaten wissen nur wenige. Der Portugiese im Dienste Spaniens galt als Verräter und kehrte nie von seiner waghalsigen Expedition zurück. Doch er ist es, der den Traum von Christoph Kolumbus wahrmacht und die westliche Route nach Indien findet. Eine Route, die sehr viel länger und gefährlicher ist als die seines Vorgängers. Magellan ist ein außergewöhnlicher Seemann und ein überaus mutiger Mensch. Dies ist die Geschichte der größten Seefahrerleistung aller Zeiten. Eines unvorstellbaren Abenteuers, bei dem 237 Seeleute neue Länder, einen neuen Ozean, neue Völker und eine neue Welt entdecken. Und es ist die Geschichte, die von der allerersten Weltumrundung auf dem Seeweg erzählt. Magellan hat eine verrückte Idee. Von Spanien aus will er quer über den Atlantik nach Brasilien fahren. Von da soll es an der Küste entlang in den unbekannten Süden gehen. Dort hofft er, eine Passage in das bisher unbekannte andere Meer zu finden. Diesen Ozean hat noch kein Mensch befahren. Auf den Landkarten ist er ein riesiger, leerer Fleck. Doch Magellan will ihn überqueren und auf der anderen Seite der Welt bis zu den Molukken gelangen, den sogenannten Gewürzinseln. Dort wird er seine Schiffe mit Nelken beladen und auf demselben Weg nach Europa zurückkehren. Was für ein einzigartiges, kühnes Projekt! Das Erkunden ist dem Menschen in die Wiege gelegt. Wir wollen immer wissen, was es hinter der nächsten Ecke gibt. Und der nächsten, und der nächsten. Das scheint ein Urinstinkt zu sein. Ferdinand Magellan verkörpert wie kein anderer den Helden, den großen Seefahrer, Reisenden und Abenteurer. Er ist das Paradebeispiel für alle Entdecker, die ab dem 15. und dann im 16. Jahrhundert die Entdeckung, Eroberung und Erforschung der Welt vorangetrieben haben. Nicht alles läuft so, wie Magellan es sich erhofft. Aber allein sein Plan ist schon bemerkenswert. Wie kommt dieser Mann dazu, ein solches Wagnis einzugehen? Die Epoche, in der er aufgewachsen ist, spielt eine wichtige Rolle dabei. Von Magellan ist nicht viel bekannt. Seit kurzem weiß man, dass er in Porto geboren wurde. Seine Familie stammte aus dem Norden und gehörte dem niederen Adel an. Sein Geburtsjahr kennen wir nicht, vermutlich 1480, aber sicher ist das nicht. Ferdinand Magellan kommt in Portugal an der Atlantikküste zur Welt und wächst im Zeitalter der großen Entdeckungen auf. Das Mittelalter weicht der Renaissance. Mit dem neuen Denken kommen neue Träume auf. Die noch unbekannte Welt scheint zum Greifen nah. Der junge Magellan erlebt, wie portugiesische Schiffe am Horizont verschwinden und wieder auftauchen, beladen mit wundersamen Schätzen aus der Fremde. Die Portugiesen wagen sich als Erste auf den weiten Atlantik hinaus. In nur wenigen Jahrzehnten fahren sie die gefährliche Küste Afrikas entlang bis zum Kap der Guten Hoffnung. Tatsächlich markieren sie den Auftakt einer neuen Ära. Schon bald gelangen sie bis auf die andere Seite Afrikas, bis nach Indien.
Portugal wollte natürlich das neuralgische Zentrum dieses Gewürzhandels erreichen und die Seerouten beherrschen. Mit etwa 12 Jahren wird Magellan nach Lissabon geschickt. Er soll am Hofe des Königs dienen. Hier erlebt er den portugiesischen Tatendrang und wird Zeuge der ersten Heldentaten der Seefahrer seines Landes. Lissabon hat im Süden Europas eine fantastische Lage, die Verbindungen nach Afrika, Amerika und in den Orient erlaubt. Zur Zeit von Christoph Kolumbus und Ferdinand Magellan, zur Zeit der Entdeckungen, hatte die Stadt auch eine strategische Bedeutung. Lissabon galt als die Königin der Meere. Die Erfolge und Eroberungen Portugals in Übersee veranlassen auch Spanien, in den Wettlauf um die Reichtümer des Orients einzusteigen. Christoph Kolumbus wird beauftragt, Indien auf dem Seeweg nach Westen anzufahren, im Gegensatz zur Route der Portugiesen. Doch niemand weiß, dass ihm der amerikanische Kontinent den Weg versperren wird. Am 4. März 1493, Magellan ist gerade 13 Jahre alt, kehrt Kolumbus von seiner ersten Reise im Auftrag Spaniens zurück. Er macht Halt in Lissabon und fährt dann weiter nach Spanien, wo er dem Königspaar seine Beute präsentiert. Kolumbus entdeckt Amerika, doch er glaubt, es sei Indien. Als Beute bringt er unter anderem Eingeborene mit, die er Indianer nennt. Nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus entbrannte zwischen der portugiesischen und der kastilischen Krone ein Streit. Das war aber kein regionaler Streit oder Konflikt. Zum ersten Mal in der Geschichte nahm er einen globalen Charakter an. Sie stritten um die gesamte Erde und wollten sie unter sich aufteilen. König Johann II. Von Portugal und das kastilische Königspaar Ferdinand und Isabella befinden sich in einem Rennen um die Welt. Zur Vermeidung eines Krieges schließen sie einen Vertrag, der den Globus in zwei Hälften teilt. Erde in zwei Hälften, als sei sie eine Orange. Unvorstellbar, die Welt auf Grundlage einer päpstlichen Bulle einfach aufzuteilen. Eine Linie teilte diese Orange in zwei Hälften. Auf der Rückseite gab es den ziemlich vagen Gegenmeridian. Die Welt war vertikal in zwei Hälften geteilt. Jeder hatte seine Hälfte, aber die andere Seite der Welt war unbekannt. Desde el punto de vista
Aus Sicht des 21. Jahrhunderts ist das absurd und zeugt von ungeheurer Arroganz. Sie teilten ihren Einflussbereich auf, wo sie dann weitere Territorien erobern konnten. Damit wollten sie einen Krieg gegeneinander vermeiden. Nach dem Vertrag von Tordesillas schickt Lissabon seine Schiffe in Richtung Indien und macht ein Vermögen mit dem Handel von Waren aus dem Orient. Seide, Gold, Porzellan, Waffen, Edelsteine und Gewürze. Wie viele junge Adlige seines Landes will Magellan auf den indischen Feldzügen Karriere machen. Doch dazu muss er zunächst die Kunst der Seefahrt und die des Krieges erlernen. Mit 25 Jahren schifft er sich ein als Soldat unter dem Befehl von Francisco de Almeida, Vizekönig von Portugiesisch-Indien. 1500 bewaffnete Männer verlassen Lissabon, um ein neues Reich zu erobern. Magellan nimmt an mehreren großen Schlachten teil. Er beweist Mut und Loyalität. Wie 1506 in der Seeschlacht von Cananur und bei der Einnahme von Goa. Er warnt seinen Kapitän vor einem Angriff und erwirbt den Ruf, loyal zu sein. 1511 rettet er einem Soldaten bei der Eroberung von Malakka das Leben. Sie verschafft Portugal die Kontrolle über den fernen Osten. Magellan nimmt sich einen Sklaven, den er Enrique nennt. Er bittet den König um eine Gehaltserhöhung, doch der lehnt ab. Dennoch kämpft Magellan weiter für sein Vaterland, wie in Marokko. Hier verliert er sein Pferd und bittet um Entschädigung. Doch auch diesmal weist der König sein Gesuch ab. Magellan war kein Stubengelehrter, sondern Soldat. Und wie jeder Soldat, der sich für seine Militärdienste nicht ausreichend entlohnt sieht, bot er sich woanders an. Der Wendepunkt war die Ablehnung seiner vom König geforderten monatlichen Gehaltserhöhung um 100 Real. Er meinte, er hätte Anspruch darauf und war gekränkt. So beschloss er, nur dem zu dienen, der ihn angemessen bezahlte. Ab 1516 begann er in Lissabon einen Plan zu schmieden, um sich an König Manuel zu rächen. Magellan hat einen verrückten Plan, der ihn Verrat an seinem Land und dem undankbaren König begehen lässt. Er will den Spaniern die Gewürzinseln schenken, die die Portugiesen gerade erst entdeckt haben. Das Archipel der Molukken, der einzige Ort der Welt, an dem die berühmten Nelken wachsen. Ich liebe die ersten Worte von Stefan Zweig, der für mich die schönste Magellan-Biografie geschrieben hat. Im Anfang war das Gewürz. Diese Worte sagen alles. Sie beinhalten das gesamte Universum der Gewürze.
Man konnte mit Pfefferkörnern bezahlen oder sie gegen etwas einlösen. Man konnte Land oder auch Eigentum gegen Gewürze tauschen. Das schlug sich auch in der Sprache nieder. Gewürze waren ein Zahlungsmittel. Diese Gewürze, also vor allem Gewürznelken und Zimt, gab es nur auf den Molukken. Aber es war nicht klar, wo diese Inseln liegen, im portugiesischen oder im kastilischen Teil der Welt. Magellan hatte ein großes Problem. Er musste bestimmen, wo der Gegenmeridian zum Meridian aus dem Vertrag von Tordesillas verläuft. Der Meridian stand ja fest. Aber wo genau der Gegenmeridian auf der anderen Seite der Welt verläuft, war unklar. Die andere Seite der Welt ist geografisch praktisch Niemandsland. Davon profitiert Magellan bei seinem Molukken-Projekt. 1518 ließ Magellan Kartografen aus Lissabon kommen. Vater und Sohn Reynel, die besten portugiesischen Kartografen, haben eine genaue Karte der Welt erstellt, wie sie 1518-19 aus Sicht der Portugiesen aussah. Das ist eine außergewöhnliche Karte, eine der wichtigsten in der Geschichte der Kartografie. Die Tordesillas-Linie teilt diese Karte in zwei Hälften. Das ist die Welt, wie sie sich im Zuge der jüngsten Eroberungen zeigt. Offenbar sind die Portugiesen den Spaniern mit ihren Entdeckungen weit voraus. Gold aus Afrika, Holz aus Brasilien, Tee und Gewürze aus Indien, alles portugiesisch. Nur die karibische Ananas ist spanisch. Der amerikanische Kontinent liegt Spanien im Weg. Von Westen aus scheint Indien nicht zugänglich. Die spanische Welthälfte wirkt leer. Sie besteht fast nur aus einem riesigen Ozean. Der Pazifische Ozean wurde in seiner aktuell bekannten Ausdehnung erst 1513 von Balboa entdeckt. Das hatte aber andere Folgen, als man denken würde. Dieser Ozean besaß, der portugiesischen Auffassung zufolge, die richtigen Maße für die These, dass die Molukken in der spanischen Zone liegen. Und Magellan versicherte ihnen das. Er hatte vor, den Atlantik auf dem bekannten Weg zu überqueren und dann bis zum 42. Breitengrad südlicher Breite zu fahren. Dort erwartete er die Passage, deren Lage ihm zufolge nur ihm selbst bekannt sei. Dann sollte es quer über die Südsee und wieder hoch bis zu den Molukken gehen. Auf dieser Karte von Reynel zieht Magellan den Gegenmeridian westlich der Gewürzinseln. Er setzt darauf, dass die Molukken und ihre Nelken zu Spanien gehören. Gewürze stehen als früheste Produkte für den Kapitalismus. Denn um daran zu kommen, setzte man Geld ein. Oder man investierte Geld in ein Schiff, das zur Beschaffung in ein völlig unbekanntes Land fuhr. Drei Viertel dieser Schiffe sanken und nur ein Viertel kehrte zurück. Aber dieses Viertel brachte dann 400% Gewinn. Bei derartigen Aussichten haben selbst bescheidene Leute ein wenig Geld investiert. Das war der Beginn der Börse. Staaten, Regierungen und Könige setzten enorme Geldsummen ein und machten in den meisten Fällen Verlust. Sie verloren alles. Trotz Gefahr und zahlreicher Ungewissheiten, Magellan muss die Spanier von seinem Projekt überzeugen. Er wird dann der Erste sein, der Amerika durchquert und auf einem unbekannten riesigen Ozean Indien von Westen her erreicht. Gelingt ihm das, wird er ein Held sein und auf einer Stufe stehen mit seinen berühmten Zeitgenossen.
Er träumte von Ruhm und Reichtum, den viele seiner Verwandten genossen. Um all das zu erreichen, musste er den König von Spanien überzeugen. Nicht aus Rache, sondern weil er Karriere machen wollte, wie man heute sagt. Im September 1517 überquerte er die Grenze. Den Spaniern war klar, dass sie seit der Entdeckung von Kolumbus keinerlei Gewinn aus den Antillen gezogen hatten. Sie fanden kein Gold und auch keine anderen Wertgüter. Deshalb war die spanische Macht sehr interessiert an Magellans Projekt, denn es versprach etwas sehr Konkretes: Gewürze von den Molukken. Magellan diente sich dem Spanien des künftigen Kaisers Karl V. an, dem Erben des Heiligen Römischen Reiches. Der wurde während Magellans Expedition zum Kaiser gekrönt. Spanien war also ein Imperium, zugeschnitten auf den Maßstab Europas, das Reich Karls V. Sevilla wurde damals das neue Rom genannt, das Babylon Spaniens. Man hat die Stadt nicht zufällig zum Zentrum der Indienroute gemacht, sondern weil sie einen günstig gelegenen Hafen hat. Als Binnenhafen ist er bestens geschützt, nicht nur vor Stürmen und Unwettern, sondern auch vor Seeräubern. Als Magellan in Sevilla eintrifft, geht alles ganz schnell. Er heiratet die Tochter eines reichen Portugiesen und wird zum Ritter des Ordens von Santiago geschlagen. Magellan stellt sich in den Dienst des Königreichs. Er lässt sich in der Nähe des Palastes nieder und findet die nötige Unterstützung für ein Treffen mit dem König. Einige Zeit später erwartet seine Frau ihr erstes Kind. Magellan reist nach Valladolid, um den König persönlich von seinem Projekt zu überzeugen. Als Magellan Karl V. im Jahr 1518 sein Projekt vorstellte, war er die am besten informierte Person in Europa. Er hat Karl V. motiviert, viel in sein Projekt zu investieren. Magellan bleibt nur eine Gelegenheit, den König und seine Berater zu überzeugen. Er verspricht, das Ziel anzusteuern, das Kolumbus nie erreicht hat. Er will eine Passage durch Amerika finden und nach Indien segeln, in die Welthälfte, die Spanien gehört. Von dort will er Nelken und andere Schätze des Orients ins Königreich Kastilien zurückbringen. Der zukünftige Karl V. ist erst 19 Jahre alt. Er setzt voll auf diese Expedition und gibt Magellan ein Jahr Zeit, um seine Reise in Sevilla vorzubereiten. Jetzt kann den einstigen Soldaten aus Portugal nichts mehr aufhalten. Als Magellan sich in den Dienst Karls V. stellte und Portugal verließ, galt er als Verräter. Auch für die Kastilier war er ein Verräter, jemand, der ihnen etwas wegnimmt. Es gab ja gute Kapitäne und gute Unternehmer in Kastilien. Und dann kommt dieser Portugiese, will den Job haben und gibt hinterher vielleicht Informationen an die portugiesische Krone weiter. Er hatte weder einen Herrn noch ein Vaterland. Dieses Gerede ging schon bei seiner Ankunft in Sevilla los. Im Hafen von Sevilla, der über den Guadalquivir mit dem Meer verbunden ist, beginnt Magellan mit der Vorbereitung seines gewaltigen Projekts. Er plant 2 Jahre für die Reise ein.
Magellan war schon für die Portugiesen zur See gefahren und kannte lange Reisen. Er war bereits ums Kap der Guten Hoffnung nach Indien gesegelt und auch wieder zurückgekehrt. Er hatte viel Erfahrung. Der König überlässt ihm 5 Schiffe in schlechtem Zustand. Sie müssen general überholt, bewaffnet, mit Proviant beladen und mit Navigationswerkzeugen ausgestattet werden. Eine Mannschaft braucht er auch. Die großen Schiffe aus Eiche können schwere Ladung aufnehmen und alle Meere überqueren. Sie sind mit Pech abgedichtet. Masten, Raaen, Winden, Tauer und Leinensegel werden überprüft, ausgewechselt und dubliert. Stellen Sie sich vor, Sie gehen 2 Jahre auf Reisen und können in dieser Zeit kein Geschäft aufsuchen. Wie viele Zahnbürsten und Zahnpastatuben nehmen Sie mit? Wie viel Seife? Lassen Sie sich die Haare wachsen oder nehmen Sie besser eine Schere mit? Man muss überlegen, was man braucht. Erfahrene Seeleute sind das gewöhnt. Aber 2 Jahre sind trotzdem eine lange Zeit. Das Faszinierendste für mich als Wissenschaftler sind die Listen, in denen alles aufgeführt ist, was zur Flotte dazugehört. Alles, selbst die unbedeutendsten Dinge, sind dort verzeichnet. In dieser Schachtel befindet sich eine Liste der Vorräte und der Ausrüstung, also allen Materials, das für Magellans Flotte beschafft wurde. Magellan belädt die Schiffe mit allem Brauchbaren, das in den Regionen Andalusiens und der Umgebung zu finden ist. Lebensmittelinventar, 7000 Liter Öl, 4000 Liter Kichererbsen, 600 Kilo Honig, 1500 Kilo geräucherter Fisch, 2600 Kilo geräucherter Speck, 2000 Liter dicke Bohnen, 640 Liter Mandeln. »250 Knoblauchzöpfe, 100 Zwiebelstränge, 3 zerlegte Schweine und 6 zerlegte Kühe, 70 Krüge Marmelade, 3 Krüge Kapern, 2200 Liter Mehl, 984 in Öl eingelegte Käseleibe, 53 Liter Senf, 862 Kilo Rosinen. »736 Kilo Feigen, 92 Kilo Pflaumen, 100 Kilo Reis, 3000 Liter Essig. Damit kann man konservieren, Laderäume reinigen und Holz von Ungeziefer befreien.« Unter den Vorräten gab es sicher auch Hartkekse und Schiffszwieback, die gut haltbar sind. Außerdem viel Wein. 1 Liter pro Person und Tag für 2 Jahre. Das ist eine ganze Menge. Offenbar sollten die Seeleute mit ausreichend Flüssigkeit und Kalorien versorgt werden. Außerdem wird dieses Getränk nicht schlecht, wie Wasser. Vielleicht sollte der Wein sie auch in einen Zustand versetzen, in dem man die Strapazen leichter ertragen kann. Das waren Seeleute, harte Burschen. Die waren ein primitives Leben und unbequeme Bedingungen an Bord gewohnt.
Wer eine lange Reise plant, kalkuliert mit ein, dass hier und da was schiefgehen kann. Zum Beispiel Geschütze, Schießpulver und was dazu benötigt wird. 7 Falconets, 3 große Bombarden, 3 Kolubrinen. Pour les hommes, 50 arquebuses. 50 Hakenbüchsen, 30 Rüstungen, 200 Schilde, 60 Armbrüste, 4000 Pfeile, 6 Schwertklingen für den Kapitän, 1000 Speere, 200 Piken sowie Ersatzteile und Munition, Kanonenkugeln, Schaber, Dochte und Pulver. Seile nutzen sich ab, Segel reißen. Man musste Seile und Leinwand mitnehmen. Um unterwegs Proviant kaufen zu können, lädt die Mannschaft auch Unmengen Tauschartikel ein. Sie verursachen die größten Ausgaben, doch die sind gerechtfertigt. Denn damit können auch Gewürze erworben werden, sobald die Truppe auf den Inseln angekommen ist. 1 Tonne Silber in Barren, 2 Tonnen Zinnoberrotpigment, 5 Tonnen Blei, 10 Tonnen Kupfer. 1000 Kämme, 1000 Spiegel, 900 kleine und 100 große, 500 Scheren, 4000 der schlechtesten Messer Deutschlands. 20.000 Schellen, 10.000 Angelhaken, 200 rote Taschentücher, 200 rote Mützen, 2 Stück roter Samt, 250 Kilo Glasperlen, 2.000 Messingarmbänder, 2.000 aus Kupfer, 10.000 Metallschläge. Alles wird in Kisten und Fässer gepackt und im Laderaum verstaut, der mit Pech abgedichtet wird. Zu Beginn standen die Kisten wohl bis zum Halbmast. Alles war extrem eng. Man hatte kaum Platz, sich zu bewegen und zu schlafen. Die Schiffe waren vollgepackt wie die U-Bahn zur Hauptverkehrszeit, inklusive aller Probleme, die damit einhergehen. Eine Mannschaft zu bilden, erweist sich für Magellan als großes Problem. Immerhin ist er ein portugiesischer Verräter. Und sein Ziel liegt in so weiter Ferne, dass es sich kaum einer vorstellen kann. Überrascht stellte Magellan fest, dass niemand auf seiner Flotte anheuern wollte. Warum wurde einem portugiesischen Kapitän diese große Expedition anvertraut? Es gab doch genug gute Kapitäne in Spanien. Ständig wurde er von den Spaniern angefeindet. Portugiesische Mittelsmänner versuchten, seinen Ruf bei den spanischen Behörden zu ruinieren. In Sevilla gab es Aufrufe vor der Kathedrale und im Hafen de las Mulas. Auch in Cádiz und Malaga. Niemand wollte bei Magellan anheuern. Magellan wurde zu einem Staatsproblem. Vermutlich war er eine persona non grata der portugiesischen Krone. Er musste vernichtet werden. Und wenn nicht er, dann wenigstens seine Flotte, sein Vorhaben. Es hieß, da er ein Verräter ist, wird die Reise verflucht sein. Er wird Unglück über uns bringen. Das hatte etwas Toxisches. Heute würde man das als Schmutzkampagne bezeichnen. Sie sollte Magellans Reise vernichten. Die Portugiesen versuchten vergeblich, ihn davon abzubringen. Sogar Karl V. wollte seine Macht beschränken, aber ohne Erfolg. Magellan war sehr bestimmt und hat sich durchgesetzt. Für seine Mannschaft rekrutiert Magellan Männer und Jungen aus aller Herren Länder. Das Stimmenwirrwarr auf den Schiffen gleicht fast dem biblischen Turm von Babel. Wie
viele Türen muss er aufstoßen, um sein Ziel zu erreichen? Wie viele Stunden mit Angst, Wut und Zweifeln ringen? Wie oft geht er durch die Straßen von Sevilla und versucht, jeden von seinem Vorhaben zu überzeugen? Die meisten Kapitäne und Lotsen waren Portugiesen. Aber deren Rekrutierung würde Magellan kaum durchsetzen können. Er musste stattdessen mit Spaniern vorlieb nehmen. Aber diese spanische Dominanz würde die Reise von Anfang an gefährden, denn die spanischen Kapitäne würden ganz offensichtlich nur darauf warten, Magellan bei der ersten Gelegenheit abzusetzen. Die fünf Schiffe der Magellan-Flotte sind unterschiedlich groß, sehen aber gleich aus. Es sind kleine, 20 bis 25 Meter lange Dreimaster. Die 85 Tonnen schwere Victoria steuert der Castilla Luis de Mendoza. Per königlichem Zertifikat dient er als Generalschatzmeister und ist zuständig für die Überwachung aller Güter im Besitz des Königs. Der Kapitän der 90 Tonnen schweren Concepción ist Gaspar de Quesada, auch er ein Spanier. Die Santiago ist mit 75 Tonnen das kleinste Schiff der Flotte. Sie wird Erkundungsmissionen vorbehalten sein. Ihr Kapitän ist Juan Serrano, ebenfalls ein Spanier. Das Kommando über die San Antonio, mit 120 Tonnen das größte Schiff der Armada, hat Juan de Cartagena. Der Castilla ist der Sohn eines bedeutenden Spaniers, trägt den Titel Persona Conjuncta und wird Magellan als Oberaufseher zur Seite gestellt. Möglicherweise soll er dem Portugiesen irgendwann die Macht entreißen. Die 110 Tonnen schwere Trinidad übernimmt Generalkapitän Magellan als Flaggschiff selbst. Der Portugiese steht vier spanischen Kapitänen gegenüber, die ihn überwachen und seine Autorität untergraben könnten. There'd be two skills in those days. One would be your place in society. Damals gab es zwei Qualifikationen. Eine war die gesellschaftliche Stellung. Einem Herzog würde niemand Probleme bereiten, weil der enorme Macht hat. Die hatte Magellan nicht. Er gehörte zum niederen Adel Portugals. Deshalb setzte er auf Respekt. Seeleute und Kapitäne würden ihn respektieren, wenn sie erkennen, wie gut er sein Fach versteht. Magellan nimmt 139 Spanier aus Kastilien, dem Baskenland, Asturien, Galizien und Andalusien an Bord. Außerdem 31 Portugiesen, 26 Italiener, 19 Franzosen, darunter 5 Bretonen, 9 Griechen, 5 Flamen, 4 Deutsche, 2 Schwarzafrikaner, 2 Iren, einen Engländer, einen Guanesen, einen Luso-Brasilianer, einen Hispano-Indigenen und den Malaien Enrique, seinen Sklaven. Die Molukken-Armada besteht aus 237 Männern. Sie drängen sich auf den kajütenlosen Schiffen. Hängematten sind den Europäern damals noch unbekannt. Die Seeleute leben ohne Duschen, ohne Privatsphäre, ohne Möbel und jeglichen Komfort. Zum Ausruhen müssen sie sich an Deck auf den Boden legen. In die Ecken gedrängt suchen sie Schutz vor der Gischt, der eisigen Kälte und der sengenden Hitze. Ein unerträglicher Gestank hängt in der Luft, der bis in die Laderäume dringt. Die spanischen Schiffe haben einen Spitznamen. Man nennt sie die fliegenden Schweine. Magellan ist sehr gläubig und betet jeden Tag zur Jungfrau des Sieges.
Als die Flotte bereit ist, den See zu stechen, besucht er mit seiner Mannschaft die Kirche Santa Ana im Seemannsviertel Triana. Er schwört den Treueeid und nimmt die königliche Standarte entgegen. Die Besatzung der gesegneten Molukken Armada verabschiedet sich bei einer Parade in Sevilla, damit jeder Bürger sie noch einmal sehen kann. Dann bricht die Flotte in unbekannte Welten auf. Unter den Seemännern ist auch ein gewisser Antonio Pigafetta. Ihm ist es zu verdanken, dass so viel von diesem Abenteuer bekannt geworden ist. Magellan beauftragt ihn, während der Reise eine Chronik zu führen. Sie wird für den König von Spanien verfasst und ist bis heute erhalten. Ein Bericht aus erster Hand. Es gibt nur wenige Dokumente von Magellan selbst, aber eins trägt direkt zum Entstehen der Legende um seine Person bei: eine Chronik der Expedition. So ziemlich alles, was wir über Magellan bei dieser Expedition und über den Ablauf der Reise wissen, stammt aus dem Bericht eines Mannes namens Pigafetta. Über ihn ist ansonsten nur wenig bekannt. Im gesamten 16. Jahrhundert stammten die Berichte meist von Seeleuten oder Priestern. Pigafetta ist aber von einem anderen Schlag. Er ist Italiener, aus Vicenza, und entstammt einer kultivierten Familie. Er schreibt und geht mit an Bord, weil er Neues entdecken und auch persönlichen Ruhm daraus ziehen will. Das ist ein völlig moderner und sehr überraschender Ansatz. Pigafetta weiß, wie man schreibt. Er weiß, wie man erzählt, und so überliefert er viele erstaunliche Anekdoten von dieser Reise. Seine Chronik ist nicht nur ein Seemannsbericht, ein Logbuch. Sie ist etwas ganz anderes. Seine Chronik gehört zu den schönsten europäischen Reiseberichten des 16. und 17. Jahrhunderts. Das Werk wird nach seiner Rückkehr von einem Schreiber kopiert und illustriert. Es ist die wichtigste Quelle zu den Geschehnissen an Bord der Molukken-Armada. 4 handschriftliche Kopien sind erhalten, 3 auf Französisch, 1 auf Italienisch. Den Aufbruch schildert Pigafetta so: Am Montag, den 10. August, Tag des heiligen Laurentius des Jahres 1519, als die Armada mit allem Nötigen und mit jeder Art von Leuten, wir waren 237 Männer, ausgerüstet war, machte sie sich bereit, um von Sevillas Hafenmole abzulegen. Unter dem Donner vieler Geschütze gaben sie das Focksegel in den Wind und fuhren den Guadalquivir hinunter.
100 Kilometer liegen die fünf Schiffe in Süßwasser durch Andalusien zurück. Es wird das letzte Mal sein, dass sie in ruhigen Gewässern segeln. Bereits in wenigen Tagen werden sie die See erreichen und aufs weite Meer hinausfahren. Antonio Pigafetta entdeckt die Kunst der Navigation und macht erste Erfahrungen auf einem spanischen Schiff. Wir kamen durch einen Ort namens San Juan de Alfaraz, einst eine große Ansiedlung der Mauren. In der Mitte gab es früher eine Brücke über den Fluss, damit man nach Sevilla kam. Zwei Pfeiler davon stehen bis heute auf dem Grund des Flusses. Wenn Schiffe diese Stelle passieren, brauchen sie Männer, die den Standort der Pfeiler kennen, damit sie nicht dagegen fahren. Wir passierten viele Weiler entlang des Flusses, bis wir zu einer Burg gelangten, die San Lucar genannt wird. Hier ist der Hafen, um aufs Ozeanmeer zu fahren. In San Lucar hat Christoph Kolumbus zu seiner dritten Reise abgelegt. Für Pigafetta und den Rest der Besatzung ist San Lucar de Barrameda der letzte Hafen vor dem großen Sprung ins Ungewisse. Die Farbe des Wassers, der weite Horizont, die Dünung und der Geruch des Windes lassen sie ahnen, dass unendliche Freiheit vor ihnen liegt. In San Lucar de Barrameda erhielt Magellan die Bestätigung, dass die spanischen Kapitäne ein Komplott gegen ihn schmieden. Bei jeder Gelegenheit versuchten sie zu beweisen, dass er kein guter Kapitän, dass er ein Verräter ist und obendrein noch unerfahren. Magellan wusste, was ihn erwartet. Magellan ist sich der Gefahr seines Vorhabens bewusst. In Sevilla verfasst er sein Testament und lässt es beglaubigen. Das Original seines letzten Willens wird bis heute in den Archiven von Sevilla aufbewahrt. Höchster, allmächtiger Gott, der ohne Anfang und Ende waltet. Wenn dies, mein gegenwärtiges Leben, enden und das Ewige beginnen sollte, so wünsche ich am liebsten in Sevilla, im Kloster von Santa Maria della Victoria, in einem eigenen Grabe bestattet zu werden. Sollte mich hingegen der Tod auf der Reise ereilen, bitte ich darum, meinen Leichnam in der nächsten Kirche, die der heiligen Jungfrau geweiht ist, zur letzten Ruhe zu betten. Ich wünsche, dass am Tag meiner Beerdigung 30 Messen über meinem Leichnam gelesen und Opfergaben von Wein, Brot und Kerzen dargebracht werden. In Santa Maria della Victoria mögen ebenfalls 30 Messen gelesen werden und drei Arme mit einem grauen Stoffgewand, einer Mütze, einem Hemd und einem Paar Schuhe bekleidet werden, damit sie zu Gott für meine Seele beten. Ich erkläre, dass mein Gefangener und Sklave Enrique, geboren in der Stadt Malacca und etwa 26 Jahre alt, frei von jeder Verpflichtung der Sklaverei oder Unterwürfigkeit sein möge. Ich erkläre, dass er ab dem Tag meines Todes und für alle darauf folgenden Zeiten frei und ungehindert leben könne, entbunden von jeglicher Form der Knechtschaft und Unterordnung, und dass er gemäß seinen Wünschen und seinem Belieben handeln kann. So ist Fair, so ist Nervousness. Angst und Nervosität gab es immer. Sie glaubten an Gott. Was geschah, wurde als Gottes Wille akzeptiert. Sie sagten sich, okay, heute läuft es schlecht, Gott ist wütend auf mich. Oder, heute läuft es gut, Gott sei Dank. Es beruhigte sie, sich eine höhere Macht vorzustellen, die ihr Leben bestimmt und die ihnen die Verantwortung für ihr eigenes Leben abnimmt. Einen Monat wartete die Flotte in San Lucar de Barrameda, obwohl sie startklar war. Warum? Weil eine portugiesische Flotte Magellans Flotte zerstören sollte. Man wartete also, ob sie auch auslaufen würde.
Diese Flotte wurde vom König von Portugal über die portugiesische Route zum Kap der Guten Hoffnung geschickt, wo sie Magellans Flotte treffen und zerstören sollte. Magellan musste aufbrechen. Es war eine Flucht nach vorn. Es gab kein Zurück. Zu diesem Zeitpunkt wusste er, dass es mit Kastilien oder Portugal keine Lösung geben wird. Als Ausweg blieb ihm nur das Meer. Und das kannte er am besten.